Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen Ad Infinitum anzocken. Ja, ich habe jetzt nur die Musik von 100 auf 30%, glaube ich, eingestellt, weil die war extrem laut. Jetzt ist sie erträglich und habe auch 3 Testaufnahmen jetzt vom Menü gemacht. Da war mal mittelmäßig, mal doch ein bisschen zu laut, dann wieder okay. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe es. Dann gehen wir mal auf neues Spiel. Ich habe es noch nicht angefangen, aber weiterspielen steht da oben immer. Du hast es einmal getan und du musst es wieder tun. Mal gucken. Ich hab dir was geschrieben. Was denn? Kannst du mir mal eine Flasche Wasser bringen? Ich mach grad Video. Umschalten, um dich umzuschauen. Bitteschön. Dankeschön. Nämlich total trockenen Hals. Ich bin noch nicht so ganz auf dem Dampf. Ja. Röstlichen. Hier ist noch was. Kopfhörer. Gegen Funkspruch. Morgen. Das kann ich jetzt nicht machen. Umbauen. Kaiser. Also spielt also im. Achso, da sehe ich auch. Schwarz-Weiß-Rot fahren. Also es scheint im Kaiserreich zu spielen. Ich habe mit ihm gesprochen, aber ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Ich
sieht ja nicht gerade so einladend aus hier. Zu den Waffen! Der Leutnant hat den Sturm befohlen. Mit der gesamten Kompanie. Los, bereit werden! Muss ich nicht noch einen Helm nehmen? Kann ich hier ohne Helm rausmarschieren? Dass hier noch irgendeiner lebt, wie das aussieht. Jetzt bewegen Sie Ihren Arsch! Das macht eine ganz düstere Stimmung hier. Ich sehe aber auch keinen von meinen Kameraden irgendwie, keine Ahnung. Sieht noch alles irgendwie sehr utopisch aus. Vielleicht spielt es ja nur in seinem Unterbewusstsein ab gerade. In Wirklichkeit ist er vom Schlachtfeld schon zu Hause. Hat jetzt irgendwie einen Albtraum oder so. Wir sollen uns jetzt hiermit erstmal an die Steuerung gewöhnen oder so.
Morgen. Ist hier im Stacheldraht oder was? Bitte bin ich doch noch nicht zu Hause, aber warum ist das so leer gewesen? Das Video muss ich definitiv ab 18 darstellen. Drastische, also bei Sony steht auch auf der Webseite drastische Gewalt und Horror. Bitte. Kostet 39,99, wenn ich mich recht erinnere. Ich kann es ja auf der Seite nicht mehr sehen, wenn ich selbst besitze. Das ist auch schade, das müsste Sony echt mal ändern, dass man halt, dass da steht zwar gekauft, ja, oder installiert oder irgendwas, aber dass man halt trotzdem mal sehen kann, Originalpreis oder momentane Preis oder so, dass man das halt sehen kann. Das wäre halt echt Knorke. Pfad der Verzweiflung. Gib deinem Bruder den Dolch zurück! Es tut mir leid, Paul, ich... Und jetzt raus mit dir, du Dieb! Du bist nicht mein Sohn! Zum Soldat. Paul. Ich schicke dir das Morse-Alphabet. Du kennst es ja aus der Schule. Es ist eine ganz eigene Sprache, die ich mittlerweile fließend spreche. Zum Glück ist mein Telegrafenunterstand sicher gelegen. Er hat mir schon zweimal das Leben gerettet. Ich bin bald im Urlaub in der Heimat. Sehe ich dich die... Paul, ich schicke dir... Haben sie extra ein altes Foto genommen und die Sicht da unkenntlich gemacht? Oder weil er sich nicht erinnern kann oder so? Zeichne Kriegsanleihen. Jeden Tag schlechter. Bitte, Mutter der Barmherzigkeit, hilf mir. Ich will keine Spritzen mehr. Sein Vater, seine Ordensritter, sein Gift. Er sagt, ich bin verrückt. Er sagt, der Kuckuck sei mein Sohn. Aber ich weiß, was ich weiß.
Sie haben mir alles genommen. Meine Kinder, meine Sprache, sogar meinen Namen. Er hat meine Bibel ins Feuer geworfen und deine Statuen zerschlagen. Aber dich können sie mir nicht wegnehmen. Mutter der Barmherzigkeit. Mutter der Schmerzen. Wow. Was geht denn hier ab? Wir gehen erstmal vom Hauptgang weiter. Auch alles abgeschlossen. Tür versteckt ist. Das. Da wird ihr sehen. Päckchen Salz. Meine liebe Mutter, ich freue mich, dass ihr wenigstens die Kälte überstanden habt. Aber ich weiß ja, wie ihr weiter hungert in der Heimat. Es wäre doch das Beste. Oh Gott, ist das düster, ey. Leg mich am Arsch. Das wird sehr beklemmend und beengt. In der dunkelsten Stunde rettet mich nur noch die Musik. Gibt es überhaupt ein Herz, das sich nicht durch sie erweichen lässt? Nur wenn Karl wieder dieses schreckliche Orchestrion und die Musik seines Vaters spielt, dann wird mir übel. Dann stürzt alles auf mich ein. Dann will ich nur noch sterben. Aber ich weiß, wo er den Schlüssel aufbewahrt. Aber wo? Wenn du so eine lahme Schnecke bist, du hältst die Räuberleiter nie richtig. Ich hab euch gesagt, ihr sollt nicht immer durchs Fenster reinsteigen. Aber ihr habt ja nicht... Ja, ich hab extra geklopft. Und du bist nicht gekommen. Ach, ihr. Dann kommt jetzt rein. Und nicht so laut. Der Großvater schläft. Der Schlüssel zu finden sein, ich muss heute Ding da benutzen wahrscheinlich.
mit uns. Ohrwallet abgeschlossen. Kerze mitnehmen. Kerze mitnehmen. Tief erschüttert. Bringen wir die Nachricht. Erstmal alles auf hier, sicherheitshalber. Scheiße. So, jetzt bist du auch nass. Nicht spritzen. Mama, der hat mich mit Wasser nass gemacht. Setzt euch mal zu mir ans Ufer. Und dann die Füße ins Wasser. So. Schön warm, oder? Warm und nass. Guck mal, die Segelboote, wie schnell die sind. Die fahren bestimmt nach Amerika. Von Wannsee aus? So groß sind die Seen nicht. Na, vielleicht ja doch. Vielleicht finden sie einen Weg. Wannsee? Über die Havel, Berlin. Zur Elbe, dann nach Hamburg, dem Tor zur Welt. Und dann... Dann... Ist alles möglich. Ich habe garantiert unten irgendwo was ausgelassen. So. 25. Mai 1916. Dass unsere beiden Söhne nun den Dienst für den Kaiser und das Volk angetreten haben, will Magdalena nicht hinnehmen. Kein Unsinn. Ich wollte Vater nie glauben, doch vielleicht hat er recht. Vielleicht ist ihr nicht zu helfen. Seit Vater vor 9 Jahren zu uns kam, ist sie völlig verändert. Ich habe ihr Quecksilber verabreicht. Oh, Gift. Nach kurzem Protest war sie endlich still. Naja, damals haben sie nicht entgiftet, damit haben sie gedacht, Mensch, damit kann man jemanden heilen. Orchestriumschlüssel haben wir. Durchgekommen. Dann gucken wir weiter auf rechts lang. Nee, warte mal. Hier. Scheint mir aber zu viel. Mist. Oh Gott. Ihr habt es jetzt wahrscheinlich nicht gehört, aber die Tür von meiner Tochter ist aufgehangen und die quietscht manchmal ein bisschen.
kriegst du einen Herzinfarkt hier. Muss auf der Seite hier noch irgendwas zu holen sein. Frage. Wir brauchen noch irgendwas da. Da. Das ist bestimmt hier irgendwo noch in einem Schubfach oder irgendwo liegen. Mal gucken, ob wir jetzt alle Räume kommen. Da war ja noch der Raum, wo die schwarze Stall drin gegangen ist. Wir sind jetzt bei fast einer halben Stunde angezockt, würde ich sagen, reicht, sonst brauche ich wieder 3 Jahre, um das hochzuladen und ja, das ist auch ein bisschen aufwühlend. Also wie gesagt, es ist ab 18 bei im PSN steht drastische Gewalt, Horror. Momentan 39,99 Euro die Normalversion. Und dann gibt es halt noch den für 49. Da ist der offizielle Soundtrack mit bei. Habe ich nicht. Offizielle Artbook ist mit bei. Habe ich auch nicht. Und das Spiel halt. Das kostet 10 Euro mehr. Es nennt sich dann Nightmare Edition. So, kam am 14.09.23 für die PS. Raus ist von Naken und ein Horrorspiel. Stimme Deutsch, Englisch, Französisch. Das muss ich sagen, das ist endlich mal wieder ein Spiel, wo nicht nur der Untertitel Deutsch ist, sondern auch das Audio Deutsch ist, wo du mehr mit anfangen kannst und nicht die ganze Zeit lesen musst. Das ist schon mal ein Daumen wert, würde ich sagen. Und dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Wie gesagt, es hat kein HDR. Deswegen habe ich auch die Kamera an. Ich lade es so, wie ich jetzt hier vor mir habe. Ich gucke nochmal nach. Nee, HDR ist aus. Wenn ich jetzt hier nochmal gucke. Nee, das steht auch emuliert da. Das würde ich dann nur emulieren. Standard ist aus. Ich packe euch den Link natürlich in die Videobeschreibung zum Spiel. Ich lade so unkomprimiert. Ich nehme es mit einer hohen Videobitrate auf. Ich lade es so hoch, wie ich es jetzt hier gerade aufnehme. Mache kein Intro, kein Outro, kein nix. Damit ihr da so nah wie möglich am Gesamtergebnis dran seid. Natürlich, ich nehme es in 4K auf, so wie ich es jetzt hier vor mir liegen habe. Wenn ihr natürlich nur einen HD-Fernseher habt, könnt ihr das halt nicht in 4K sehen. Ist ja logischerweise, ist klar. Wird dann von YouTube runtergerendert für euch. So, aber nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt doch verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, ahoi. Das hat euer Odin.